Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein Asus Haul und möchte euch ganz herzlich willkommen heißen, denn ich werde euch meine Bestellung zeigen und werde euch zeigen, wie es angezogen aussieht und ob wir es behalten oder nicht, beziehungsweise ich es behalte oder nicht, entscheiden wir dann zusammen. Let's go! Also, als erstes zeige ich euch einmal eine Jeans. Die werde ich euch jetzt zeigen, wie sie angezogen aussieht. So, meine Lieben, ich kann euch die Hose leider echt nicht zeigen, da sie viel zu eng geschnitten ist. Also ich habe eh schon eine Nummer größer, als ich sonst habe. Vom Style her wäre sie eigentlich echt cool gewesen, aber Daumen nach unten, denn sie ist definitiv zu klein. Als nächstes habe ich einmal hier eine Röhrenjeans mit Löchern in der Mitte. Eine wirklich sehr, sehr schöne Hose. Mir aber leider ein bisschen an der Hüfte noch zu eng. Aber können wir mal bitte darüber sprechen. Der Gürtel ist sowas von oldschool. Irgendwie geil, aber ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich tragen würde. Aber mir gefällt die Hose wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt habe ich hier einmal eine Sporthose von der Marke LS. Ich weiß nicht, was ich ehrlich gesagt dazu sagen soll. Man kann sie echt wunderschön bauchfrei anziehen, finde ich. Ich habe jetzt hier auch noch ein Jäckchen dazu. Das habe ich aber nicht von Asus. Das hatte ich schon daheim. Ich finde eigentlich, kann man das echt cool kombinieren. Die hat auch so ein, wie soll ich den Stoff nennen? Wasserabweisend auf jeden Fall irgendwie. Mag ich sie echt, aber ich weiß nicht, ob es so ich bin. Was sagt ihr? So, hier haben wir jetzt einmal einen Zweiteiler. Ich persönlich finde ihn echt mega, mega schön, aber ich weiß nicht, der ist mir einfach zu klein. Halte meine Hand davor, weil, ja, ich finde, es ist ein bisschen viel Ausschnitt, deswegen, ich finde auch unten, wenn man jetzt, sage ich mal, oder auch gar kein BH anhat, fühle ich mich da nicht so wohl drinnen. Deswegen, die Hose ist auch wunderschön, ein wunderschönes Outfit wirklich, aber leider nichts für mich. Hier, Leute, das Kleid hier, wirklich schön, aber ich finde, er ist aus einem richtig billigen, hässlichen Stoff. Also, gefällt mir gar nicht, macht mich auch total dick. So, meine Lieben, so an sich ist es echt ein echt schönes Kleid, aber für mich wieder ein zu tiefer Ausschnitt. Ansonsten vom Rücken her auch ein sehr, sehr schöner Anblick. Für mich ist es leider nichts. Deswegen werde ich es zurückschicken. So, also in dem Fall haben wir jetzt quasi dasselbe Kleid einmal in Karamellbraun und ja, ich hatte euch schon bei dem Schwarzen gesagt, das ist einfach definitiv nichts für mich. Der Stoff ist absolut billo in meinen Augen. Ich mag das auch nicht, wenn man bei den Kleidern einfach den Bauchnabel durchsieht. Einfach, ich habe noch ein bisschen Bauch von der Schwangerschaft, der vielleicht auch noch nicht so schnell weggehen wird. Ja, wie gesagt, von hinten ist das Kleid echt schön, aber es sagt mir halt überhaupt nicht zu. Kommen wir hier einmal zum nächsten Kleid. Ich finde es sehr schön. Ich finde es nur schade, dass es wirklich diesen ganz, ganz dünnen Stoff wieder hat. Von der Länge her wäre auch perfekt. Boah, dieses Chaos jedes Mal, wenn ich irgendwas auspacke. Von hinten hat es einen auch sehr schönen Rücken. Aber ich finde, der Stoff ist einfach viel zu dünn und auch etwas durchsichtig. Man kann sogar mein Bauchnabelpiercing dadurch leuchten sehen. Also ihr könnt es jetzt natürlich nicht, aber man sieht es auf jeden Fall, es ist leider, leider, leider durchsichtig und geht deswegen auch wieder zurück. Kommen wir hier jetzt auch schon zum letzten Kleid. Ich finde es auch wieder sehr, 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 sehr schön, aber man sieht halt wieder extrem noch meinen Schwangerschaftsbauch eben durch den dünnen Stoff drunter. Und ich finde, von hinten hat es dann auch nochmal so eine geknotete Kreuzung. So eine Schleife einfach. Ich finde es sehr schön, aber wie ihr auch sehen könnt, hier kann man echt leicht durchsehen und das mag ich halt absolut überhaupt nicht. Die Farbe finde ich echt toll, weil sie einfach perfekt einmal zu meinen Augen passt. Ich werde es leider Gottes, glaube ich, zurückschicken. Schade, sehr, sehr schade. Also Leute, ich muss echt sagen, ich bin wirklich, wirklich
sehr, sehr, sehr enttäuscht von der Qualität von dem Mantel. Man kann es vergleichen mit, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so einen richtig, richtig schlechten Mantel vom Material her bei Shein bestellt oder bei AliExpress, genau so einen Stoff hat er. Also er ist auch richtig, also er fällt auch richtig schlecht. Er macht einen, ich weiß nicht, dieser Schnitt, das ist einfach Katastrophe. Also auch hier diese Streifen, wie das alles hier fällt. Also auf dem Bild sah das so schön aus. Ein absolutes No-Way-Produkt. Safe schicke ich das zurück. So, meine Lieben, das war's auch schon mit meinem ASUS-Haul. Ich bin wirklich ein klitzekleines bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, die Sachen sind etwas hochwertiger. Ich habe natürlich nicht das erste Mal von ASUS bestellt, deswegen waren meine Erwartungen ein bisschen höher. Leider Gottes, passen mir viele Sachen nicht. Ich habe mich nicht ganz so wohl gefühlt in den Stoffen. Jetzt schicke ich sie deswegen zurück. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen nochmal. Ganz, ganz viele Küsse an euch. Ganz viel Liebe an euch. Bleibt gesund und wir sehen uns zu einem nächsten Video. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren.